Aalschocker Maria Theresia ist das größte Ausstellungsstück des Fischereimuseums Bergheim an der Sieg. Er wurde 1894 in den Niederlanden gebaut. Dort kaufte ihn die Familie Mertens, um auf dem Rhein Aale zu fangen. Lange Zeit ein einträgliches Geschäft, bis die Wasserverschmutzung und andere Umwelteinflüsse die Fangquoten einbrechen ließen. 1982 schenkten die letzten Besitzer Peter Mertens und seine Neffen Peter, Paul, Heinrich und Matthias den Aalschocker der Fischereibruderschaft Bergheim an der Sieg mit der Maßgabe, ihn zu restaurieren und zu erhalten. Die Stadt Troisdorf trug ihn als bewegliches Denkmal unter der Nummer 1 in ihre Denkmalliste ein. 1986 gewährte das Land aus Denkmalförderungsmitteln einen Zuschuss für eine Restaurierung. Diese wurde von der Luchswerft in Mondorf durchgeführt, unterstützt von umfangreichen Eigenleistungen der Fischerbrüder. Der Förderverein des Fischereimuseums beteiligte sich finanziell. 1991 stellte das Land NRW die Denkmalplakette für den Aalschocker aus. Der Aal gehört zu den Wanderfischen und ist nachtaktiv. Tagsüber versteckt er sich gerne zwischen Steinen und Wurzeln, nachts geht er auf Nahrungssuche. Nachmittags richteten die Fischer den Schocker zum Fang her. Abends fuhren sie in die Hauptströmung des Rheins und ankerten dort. Spätestens um 6 Uhr morgens musste die Hauptströmung wieder frei sein, damit die Schleppkähne ungehindert fahren konnten. In der Kajüte war eine Wohnung eingerichtet. Wohnzimmer, 2 Betten, Küche und Toilette. Zum Fischfang wurden die Netzbäume ausgefahren. Die Aale wurden im Kahr unten im Aalschocker lebend aufbewahrt. Hier zu sehen das Prinzip des Fischfangs mit dem Harmennetz. Am Tag wurden die Aale ausgenommen und geräuchert. Abnehmer waren Hotels in Köln, Fischgeschäfte und private Kunden. Die Zeit hinterließ ihre Spuren. 2019 gelang es dank umfangreicher Unterstützung durch verschiedene Institutionen und Privatpersonen sowie tatkräftigem Einsatz der Mitglieder der Fischereibruderschaft, aus dem Museumsstück ein Museumsschiff zu machen. Musik